Die neue Schnittschusshose ist da. Und zwar ist das die Ventilation. Ich gedacht, das habe ich dreimal hintereinander, habe ich die Profi-Vorreise gehabt. Und es ist wieder mal eins der Zeit, dass ich mal was Neues ausprobiere. Ich hätte gleich mal das erste Mal anziehen. Welchen Fahnerhelm habe ich jetzt auch? Und zwar wieder in Rot-Schwarz. Oder eigentlich Schwarz-Rot ist das. Schaut ja cool aus. Ja, der alte Helm, der ist eigentlich nur ein Jahr gültig, bevor er abläuft. Und zwar steht bei den Fahnerhelme, das Produktionsdatum vorne unten drinnen. Der hat 02221. Ja, das ist mein Alter. Kann man das lesen? 2017. Und sind jetzt so bei den Fahnerhelme, die sind 5 Jahre kannst du sie tragen, wobei aber nicht das Produktionsdatum ausschlaggebend ist, sondern das Kaufdatum, nachdem was ich jetzt da gelesen habe. Also ein Jahr könnt ihr eigentlich nur tragen. Der Hauptgrund, warum ich jetzt einen neuen bestellt habe, ist das, dass das Visier zum Auswechseln war. Hat. Der Gehörschutz holt ihr dann nicht mehr so richtig da. Ja, normalerweise gehört er da das Hygieneset gerade ausgetauscht. Ne? Und das alles zusammen kostet aber weiter bei 100 Euro. Mit der hat 190 gekostet. Ne? Die nächste Neuanschaffung waren neue Schwerter und Ketten für unsere Motorsägen. Im Bild sieht man schön links das Kontrollcard von Oregon und rechts das VersaCard. Auf der 55 Mark II habe ich das Kontrollcard drauf. Sieht man schön, das ist ein schmales Schwert und das VersaCard ist ein breites. Das ist auf einer 55 drauf. Ja, und für unseren Stielfreischneider habe ich neue Messern besorgt. Und zwar sieht man jetzt rechts das Original-Häckselmesser von Stiel und links auch ein Häckselmesser, nur zum Unterschied, das ist dreiteilig. Ja, und auf dieses dreiteilige Häckselmesser bin ich von meinen Abonnenten aufmerksam gemacht worden, dass ich das einmal ausprobieren soll. Und ich habe mir gedacht, das werde ich jetzt gleich einmal nützen und habe mir eins bestellt. Interessant ist auch, dass die Farbe rot ist und dieses Rot soll den Vorteil haben, dass man das Messer im Gestrüpp besser sieht und weiß, wo man schneidet. Aber wir werden sehen, ob das funktioniert so. Ja, weiter geht's jetzt mit unseren aktuellen Arbeiten. Wir sind gerade in den Kursen unterwegs, beschäftigen uns ein bisschen mit der Niederforstung, Zukunftspflege und Stammzeitreduktion. Und ich kann gleich meine neue PSA da voll ausprobieren. Das ganze Material, was wir da zusammenschneiden, bleibt wiederum im Wald liegen. Und die Fichten wird zusätzlich von uns noch kurz geschnitten. Und das sollte Sinn haben, dass das Material dann weniger fänglich auf den Borkenkäfer wirkt, da hier im Frühjahr doch ein bisschen Gefahr gegeben ist in den Kulturen drinnen. Zum Beispiel unter Kupferstechern.
Licht aus. Ich mache ein Licht auf. Mm-hmm.